Und Schnellreise wird hier wahrscheinlich immer noch nicht gehen, ne? Nein. Statt Finderzucker 11 Schatztruhen. Später. Ah, den Ring sollten wir vielleicht tragen, ne? Oh, Lotik ist gekommen. Das freut mich. Seid ihr gegönnt? Marco auf einem Keks. Mal Ausrüstung. Wir haben sogar tatsächlich los. Achso, warte mal. Der Ring war wahrscheinlich hier, ne? Ja. Da würde ich wirklich... Nee, wir bleiben bei Bogen bei ihr. Warte mal, man kann zwei Waffen nehmen? Der hat jetzt zwei Hände? Das wird gut. Wer hat hier was gegen Cookies? Keine. Nein. Hat sie auch zwei Hände? Richtig. Die kann er mal benutzen hier. Schön Doppelschlerz. Immer. So, das war Kadir, ne? Ja. Aber reicht es, wenn wir jetzt einmal übernachten? Ach, das kostet Geld hier, ne? Dann kaufe ich sie jetzt halber erstmal Potion. Ne, nicht Potion, sondern Phönixfeder. Potion und Phönixfeder gibt's hier nicht. Dann nächtigen wir nur so. Gibt mehr als einen hin. Ach so. Ich dachte... Mist. Ich dachte, die haben alle das Gleiche. Nö, haben sie nicht. Ja. Okay, okay, okay. Ja. Dinge. Dinge passieren. Und ich habe Mist gebaut. Jetzt darf ich nochmal schlafen. Mist. Ups. Der gerade muss unbedingt leveln. Oh. Achso, jetzt kostet es nur 6 Chill. Okay, das ist gut. Das ist gut, dass sich das anpasst. Hat wohl einer nie Pokémon gespielt. Ja, und? Lass mich. Wie viel Chill hast du denn? Ich chille ganz viel. 904. Ja. Das habe ich. Das habe ich. Guck mal. Je nach fehlender HP, MP. Okay, nice. Ich glaube, Hildegard hat 5 ihrer Kontaktlinsen verloren. Jeden Kampf liegt die da und sucht. Die sollte sich mal eine Brille zulegen. Ignoriere die 5 Brainlag gehabt. Vielleicht braucht sie auch 5. Weißt du ja nicht. Könnt ihr richtig sein? Mein Kind. Warte mal. Was hat er gerade gesagt? Ach, Stadtrand von Finn. Ja, die Spielung, ja, da waren wir. Der Wirt ist raus.
Ich sehe jetzt in Gardea niemanden, der sich damit auskennt. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Bruder. Ich glaube, ich bin schon falsch gelaufen. Da war ein zarter Kopf davor, deswegen konnte ich das nicht in erst zurückbringen. I'm sorry. Bin ich der Einzige, der nie Muckepock gespielt hat? Ja, bist nicht der Einzige. Mein Leben ist auch ohne Pokémon schon kacke genug. Das würde ich jetzt so nicht sagen. So, aber Gordon war doch hier. Ja. Ja, sag doch, für ihn ist der Ring. Der Ring meines Bruders. Ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Wildrose. Oh. Okay. Mehr will er nicht? Werde ich aber trotzdem hier zur Dingens gehen. Warte mal, nicht lieber hier drüben. Ich finde es halt cool, dass sie Hilda heißt und wir Hildegard, ne? Scotts Ring? Er lebt! Seine Kräfte verließen ihn, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Nein, nichts. Prinzessin Hilda, nehmt den Ring in eure Obhut. Nehmt den Ring in eure Obhut. Hier, ich werfe ihn auf den Boden. Gebt ihn selbst auf. Nein, Prinz Gott hat ihn euch vermacht. Er soll euch gehören. Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr Finn infiltriert und seid wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jeden, der kämpfen kann, um das legendäre Metall Mithril zu finden. Wildrose. Ja, okay. Achievement. Das Losungswort heißt Wildrose. Okay, und jetzt? Der Vierte hat bestimmt hinterm Thron gepennt. Ja, der fehlt ja immer noch, ne? Wir müssen ja jetzt trotzdem den Weg reinfinden noch ins Schloss von Finn, habe ich das Gefühl. Entschuldigt. Ja. Ich bin bestimmt immer noch da. Wir sind hier nicht in Hangover. Ich wollte hier nichts kaufen. Nichts passiert, okay. Wenn er mit Schmerzen aufwacht, ist das dann ein Pain of... Ich möchte damit jetzt erstmal... Nö.
Einfach nur nö. Einfach nur nö. Und schon klatscht sich die Welt zeitgleich die Hand an den Kopf. Ja, genau das. So, aber es hieß ja trotzdem, in Gardea wäre jemand, der mit uns reden würde. Wer könnte das sein? Ich hätte es bei ihm erwartet, aber nö. Der redet auch nur über den Wirt. Ist auch nichts. Auch kein verstecktes Gebiet. Ey, nicht weglaufen. Das war zu weit. Aber da ist niemand. Der hat eindeutig gesagt, Gardea. Auch schon zu weit gewesen. Und auch zu weit, ja. Aber dann ist ja auch niemand. Lass mich angeln. Da ist doch niemand. Ich will, soll ich denn reden in Gardea? Du nicht? Denn nicht. Wir gucken wir einfach mal ein bisschen rum. Halt. Da könnten wir können uns ja wirklich ordentlich bewegen, aber ob da auch wirklich was ist? Was ist dein Auftrag gerade? Ja, das frage ich mich auch. Als ich den Ring bekommen habe, hieß es, in Gardea würde sich jemand damit auskennen, aber da ist ja niemand. In Altea konnte ich mit Gordon und der Prinzessin reden. So, an sich ist ja der hauptsächliche Auftrag, Hubertus zu finden, unseren vierten Mann. Und der ist ja noch in Finn. Also gehe ich wieder nach Finn zurück. Und uns gehört die Taverne. Sobald du wissen willst, ja. Ja, mache ich. Erst im Film.
Willst du da wirklich stören? Er wäre gern dabei. Oh ja. Aber ist halt jetzt die Frage, was können wir in der Taverne überhaupt noch machen? Die gehört jetzt uns. Können wir jetzt mit den Soldaten dort interagieren? Ohne dass wir jetzt kämpfen müssen? Gucken mal. Leute befragen. Das habe ich jetzt vor, genau. Sofern das jetzt möglich ist. Wir sind jetzt Wirt, also könnte es theoretisch ja machbar sein. Vielleicht können wir auch schon mit denen draußen reden, weil wir der Wirt sind. Wer weiß. Ich will es gerade aber noch nicht riskieren. Wusstet ihr, dass Jesus damals der erste Fitness-Influencer war, der ein eigenes Fitnessprogramm hatte? Er nannte es CrossFit. Ja, vorher speichern, ganz genau. Das ist der Plan. Achievement! Angehende Krieger schon 100 Monster gekillt. Aha, ich bin gut. Speichern. Nein! Ich habe mich gerade schon gefreut. Ich habe mich schon gefreut. Ah. Ja, lohnt sich, und zwar ein Schweizer. Ricola. Ja, yeah, nun. Ach, das wäre jetzt meine Taverne und ich könnte jetzt was machen hier. Hey, schaut mal, ein anderes Thema. Nice. Ja, ah nein, da wollte ich nicht hin. Ah. Nein. Mit deiner Hose, Paul. Thank you.
ist auch nichts. Schade. Hab mich schon gefreut. Aber was, wenn die anderen Häuser auch solche Geheimgänge haben? Oder auch nicht. Gut, hier kann ich es mir echt nicht vorstellen. Das sind ja ganz normale Verkaufsräume. Geht ja richtig gut los hier. Ja, ernsthaft, nichts. Nichts! Gut, Elric, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein bisschen lost. Ich weiß nicht, wo dieses Loot hier herkommt. But at this moment, I'm too afraid to ask Luna. Ja, dann musst du durch. Ach so, sollte Lull werden. Okay, zu spät. Zu spät. Warte mal, wir haben ja auch noch... Ja, da kommen wir gar nicht rein. Kommen wir auch nicht rein, solange der davor steht. Aber Luna will ich auch nicht fahren. Okay. Ich schon. Woher kommt das Luna? Ein Angriffsvorteil. Immerhin. Splinter! Ich hätte echt gedacht, in dem Dorf wird es weitergehen. Also an sich müssen wir auch jetzt Mithril erstmal finden, aber... Ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, wo weiter zu laufen ist. Und außer, dass wir einfach jetzt in der Gegend weiterlaufen müssen. Nichts. Thank you.
Auch böse, ja. Hey! Hat der einfach Schlitz gemacht? Ups. Spielstand. Ja, Elric ist anscheinend weg, richtig. Ich meine, hier ist das Tor sowieso nicht auf. Das heißt, wir kommen hier auch nicht rein. Ah, ich wollte nicht gehen. Ja, ich hatte gefragt. Das Spiel ist zu schwer für dich, ja, aber sowas von. Elric ist weg. Schauen, ob mein Lockruf klappt. Final Fantasy ist, keine Ahnung. Hey, Elric! Also, ist kaputt. Erste Stadt, Prinzessin und, ja, habe ich schon. Das haben wir schon, ja. Da waren wir schon. Achso, warte, ich wollte laden. Richtig, Mithril suchen, genau. Da würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal weiter, wa? Mit Minwu haben wir auch. Nee, wegen Mithril haben wir nicht mit Minwu geredet. Nee. Nee, deswegen nicht. Hat sie nicht gesagt! Gut, wir gehen zurück. Das ist ja anstrengend. Muss ja auch selber wissen, Prof. Ach so. Cheater. Wenn ich das mal hier wusste. Naja, aus dem Vorgängerteil bin ich es halt nicht gewohnt, dass man wieder zurückläuft und was zeigt. Eieiei. Komm, wir fliehen jetzt mal lieber. Los, komm, push! Nein! Was? Nö. Es wird kritisch. Hildegard, nix schlafen. Nein, Schlafi. Hab's dir verboti.
So, gut, dann machen wir jetzt Quatschi Quatschi mit Minbu. Was wir nicht wussten. Ich sehe klar und deutlich, wie sich unsere Schicksalswege kreuzen. Nichts passiert. Elric, er sagt uns nichts Neues. Geht nach Finn, da war ich doch gerade. Ist doch nichts Neues. Nichts passiert. Ich hab nichts. Ich hätte mit Tri lernen müssen. Okay. Okay. Ich muss es mir merken, wenn das Rot aufleuchtet, ich muss das Wort erst noch lernen. Das war mein Fehler. Ich habe das nicht vollendet mit ihr. Okay, jetzt geht's weiter. In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten den imperialen Truppen waffen- und rüstungstechnisch weit unterlegen. Deren Waffen sind aus Mithril geschmiedet. Beauftragte Josef aus Salamand, Nachforschung anzustellen. Doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Minu wird euch begleiten. Jetzt weiß ich, ich muss mit Minu reden. Das ist ja praktisch. Benutzt mein Kanu. Ah. Ja, gut. Also, Worte lernen. Das ist das Problem. Kleine Biene, wunderschön. Wie geht's dir? So, wir haben jetzt ein Kanu erhalten. Wir werden jetzt nach Salamand reisen. Was, glaube ich, sich im Osten befindet. Ja, hinter dem See. Ja, war jetzt wirklich eine schwere Geburt. Oh, holla, die Waldfee. Jetzt kommt die nächste Geburt. Ich muss hier raus. Starke Schmerzen im Bein wegen Wärme, aber sonst sehr gut. Und hier, oh. Gute Besserung. Bei mir ist alles tutti, alles gut. Minu gibt dir sein Kanu, oh Gott. Gott, Paul. Oh Gott, mach doch nicht diesen. Warte mal, ihr Gegner? Bitte? Ich glaube, im See gibt es keine Gegner. Tag. Hallo. Warte mal, das ist gar nicht Salamand. Ihr wollt nach Poft? Nein, gerade nicht. Oder meinst du Poft? Ach, egal. Hallo und Poft sind von den Angriffen des Imperators bisher verschont geblieben. Mit dem Schiff kommt ihr nach Poft. Ahoi, schöne Braut. Komm her, ich lade dich auf der Tasse Lebertran ein. Ich bin hier weg. Städte Bafusk und Salamand werden anscheinend schon von den Imperialen besetzt gehalten. Okay. Gut, Salamand ist es noch nicht. Ein wildes Capitol erscheint. Hier in meiner... Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Warte mal, Gebetsstätte hätte ich ja... Ah, jetzt verstehe ich das so langsam. Bei einer Tasse Lebertran würde ich auch mit Pfefferspray wedelnd rein wegrennen. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst.
So, das war es anscheinend noch nicht. Aber wahrscheinlich mit dem Schiff jetzt erstmal weiterreisen. Wir reisen jetzt einfach mal nach Poft. Oh, unten. Jo, viel Spaß im Glück, Erik. Heißt es sowohl Teetrinker, aber als auch Lebertrantrinker willkommen. Diese Menschen braucht man ja auch. Wirklich? Ich weiß ja nicht, du. Weiß ja nicht. Im Norden liegt Salamand. Ha, ich bin gut. Luftschiff. Wenn ihr aufs Luftschiff wollt, bezahlt meinem Gehilfen Geld. Doch, Kaffee. Teetrinker sind wichtig, damit wir uns immer wieder klar machen können, dass wir und Kaffee überlegen sind. Ja, aber Lebertran? Nope. So, jetzt habe ich bezahlt und ich weiß gar nicht, wo das Schiff ist. Oh, da. Die ist ja eisig. Bei Salamand habe ich an Salamander gedacht. An Feuer. Aber nicht sowas. Die vier Leute auf der Erde, die das trinken. Ja, okay, hast auch recht. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mithril abgebaut wird. Was? Achso, in südlich Wasserfälle. Okay. Und diese Teehasse. Ja, schrecklich, ne? Muss sein. Muss sein! Ich bin unsterblich in Josef verliebt. Doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Gut, dann südlich. Für Lebertran werden Lebern von Fischen und Walen ausgepresst verarbeitet. Das finde ich an dieser Stelle dann doch doof. Ja, verstehe ich, ja. Ja, aber ich bin unsterblich in die Hose verliebt, verstanden? Richtig. Monsterboa! In meiner Hose! Nein, 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 Ritsche. Nein, 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 so nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ein glorioser und ehrvoller Tod für die Kaffeebohnen ist, den sie sich auch wünschen. Definitiv. Definitiv. So, Wasserfälle. Würde ich hier beim Wasser vermuten. Sag ich jetzt nur, weil ich schlau bin. Ja, übertreibt halt. Kaffeebohnen sind die Spartaner und den Früchten. Du meinst dann die Kaffeekirschen. Aber die Bohnen sind ja keine Frucht. Sondern nur der Kern.
Oh, mit ihm. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein. Weiß ich nicht. Ein Kind. So, hier sind die Wasserfälle. Das heißt, hier muss es irgendwo eine Höhle geben. Oder zu oben? Da müssen wir von der anderen Seite ran. Jetzt, ne? Dieser Hinterhalt, frech. Ah, hier.